Feminine inside, paints his nails, has his chest waxed. So lackiert sich die Fingernägel, enthaart sich die Brust, heißt es zumindest, trägt exquisite Frisuren und Sarongs. Wirklich sehr unfußballerisch. Wäre er ein paar Jahre früher so aufgetreten, hätten sie ihn in der Umkleidekabine ermordet. He would have been murdered in the locker room. Beckham setzte Trends und machte Werbung für Brillcream-Haarpflege. Als er sich eine extreme Kurzhaarfrisur zulegte, war auch das wieder fette Schlagzeilen wert. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Haarschnitt medial solche Wellen schlug. Die Werbeleute von Brillcream rieben sich vergnügt die Hände, denn bei jedem der häufigen Friseurbesuche von David bekam ihr Produkt wieder gratis Publicity in der Presse. Und dieser Werbeeffekt war nicht mit Geld zu bezahlen. Beckham wurde auch zum Idol der schwulen Community und löste eine Debatte über Homosexualität und Fußball aus. David hat viele schwule Fans und freut sich darüber. Er steht gegen schwulen Hass im Fußball. Allein das ist heldenhaft. Jetzt hat er diesen typischen Celebrity-Status. Egal wo er hingeht, was er tut, sagt oder anzieht, man beobachtet ihn und spricht über ihn. Fachleute bezweifelten, ob Beckhams Lebensstil und Leistungssport auf höchstem Niveau zusammenpassen. Bei der WM 1998 in Frankreich wollte er beweisen, dass er Weltklasse war. Doch Englands Nationaltrainer Glenn Hoddle stellte ihn im ersten Spiel nicht auf. Er mag über seine Nichtberücksichtigung enttäuscht sein, aber in der WM-Vorbereitung hat bei ihm die volle Konzentration gefehlt. Doch es kam noch dicker. Beckham musste die Pressekonferenz danach alleine bestreiten. Natürlich war die erste Frage, wie er sich fühlte. Naja, da kann man eigentlich gar nicht drüber wegkommen oder es bewältigen. Ich bin ja einer, der immer spielen will, aber jetzt bin ich eben machtlos. Ich war geschockt. Er war viel zu jung, um ihn in der Situation so völlig allein zu lassen. Das war sehr unfair und ganz schlechte Menschenführung. Beckham wurde im nächsten Match gegen Rumänien immerhin eingewechselt. Erst im dritten Spiel gegen Kolumbien hatte er Gelegenheit, der Fußballwelt sein Können zu demonstrieren. Im ersten Spiel nicht dabei, im zweiten nur Ersatz. David stand nun gegen Kolumbien unter großem Erfolgsdruck. Und dann gibt es Freistoß für England aus 23 Metern und Beckham verwandelt direkt. So ein glückliches Ende und das bei einer Weltmeisterschaft, das ist wie ein Märchen. Man sah in seinem Gesicht das überwältigende Gefühl von Erlösung. David Beckham war der Held des Tages. Englands Millionen Fußballfans trauten ihm zu, das Team bis ins Endspiel zu führen. Argentinien, der Achtelfinalgegner, war der traditionelle Erzrivale. Beim letzten Aufeinandertreffen im Viertelfinale der WM 1986 in Mexiko hatte ein Handtor von Maradona das Ausscheiden Englands besiegelt. Das Spiel war hitzig und es sah gut aus für England, bis Beckham sich zu einem Revanche-Foul hinreißen ließ. Nach seiner Hinausstellung verlor England im Elfmeterschießen. Simeone is con the referee there. Der Argentinier Simeone provozierte die rote Karte durch seine Schauspielerei. Lächerlich. Zurück in England wurde Beckham allein für das Ausscheiden verantwortlich gemacht. So eine Medienhetze hatte es noch nie gegeben. So vociferous, you know. Es war einfach der Wahnsinn. It was a frenzy. Beckham war Englands Hassobjekt Nummer 1. Der Daily Mirror druckte sein Gesicht im Zentrum einer Zielscheibe ab. Eine schwere Zeit für ihn. Alle hassten plötzlich David Beckham und rasteten aus. Ein anderer Spieler hätte vielleicht mehr Mitleid erfahren, wenn er als eigentlich netter Kerl wegen so einer Lappalie vom Platz geflogen wäre. Aber bei Beckham hieß es gleich, hängt ihn. Diese Reaktion war völlig überzogen. Much too harsh. Die englische Boulevardpresse kannte keine Gnade. Beckham floh zu Victoria in die USA, um der öffentlichen Demütigung zu entgehen. Schließlich